Hallo, herzlich willkommen hier auf Bühne 1. Es grüßt euch der Till. Wir sind hier zusammengekommen zur letzten Veranstaltung vor der Abschlussveranstaltung. Ich freue mich, hoffentlich möglichst viele Leute begrüßen zu dürfen. Für die, die sich jetzt wundern, dass ich hier sitze und nicht der Christian Strobel. Der Christian hat mich vor 3 Tagen angerufen und gefragt, ob ich diese Podiumsdiskussion moderieren könnte. Selbstverständlich konnte ich dem Christian keinen Wunsch abschlagen. Insofern werdet ihr ja heute mit mir nehmen müssen. Ich freue mich auf 5 spannende Teilnehmer und auf eine hoffentlich spannende Podiumsdiskussion zum Thema Open Source, GIS und Open Data im Spannungsfeld zwischen Cloud, Datenschutz und digitaler Souveränität. Ja, ich habe sowas tatsächlich noch nie gemacht, obwohl ich schon sehr viele Rollen auf einer FOSGIS eingenommen habe, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Vom Format her wird das eigentlich so sein, dass ich gleich die Podianten, so mag ich sie mal nennen, bitten werde, nacheinander sich selber kurz vorzustellen. Dann muss ich das nicht machen. Und dass die vielleicht in dem Rahmen schon mal ein kurzes Statement in Bezug auf das Thema letzten Endes abgeben. Ihr könnt hier im Chat immer Fragen stellen, natürlich entweder direkt dann an einen der Podianten, dann würde ich euch bitten, das auch entsprechend niederzuschreiben oder eben auch ans Podium. Ich werde die Fragen dann hier weitergeben und hoffen, eine große Diskussion in Gang zu bringen. Für den Fall, dass da nicht so viel kommt, beziehungsweise auch, um das vielleicht so ein bisschen auch zu richten, haben wir auch ein paar Fragen vorbereitet. Je nachdem würde ich die dann einfach auch ans Podium stellen und ja, dann freue ich mich drauf und würde ganz neutral, ich gehe einfach die Reihe entlang und würde den Arnulf bitten, sich zuerst vielleicht vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Arnulf Christel und ich bin so alt, dass ich noch den ersten Mosaik-Browser kenne. Der eine oder andere erinnert sich da vielleicht noch dran. Und ich bin ein bisschen entsetzt, dass wir wieder es geschafft haben, eine weiße alte Männerrunde hinzubekommen. Aber das ist wohl so in solchen Runden. Ich wäre jetzt gerne eine junge Frau, aber das ist leider nicht drin bei mir. Nicht mehr. Ja, damals dachte ich, dass Weltfrieden, Wohlstand und Zufriedenheit das Ergebnis des Internets sein würde. Die Realität heute und ganz massiv leider auch ganz aktuell die ukrainische Situation lehrt mich eines Besseren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir auch viel Gutes davon haben werden. Jetzt habe ich diesen seltsamen Standpunkt, dass ich denke, dass Computer und Netzwerke per Prinzip offen sind, so wie es auch soziale Gesellschaften und Interaktionen ist und deswegen eine Sicherheit da ganz unmöglich ist. Und mein wichtigster Beitrag hier ist, dass wir deswegen vor allen Dingen Heranwachsenden und jungen Menschen beibringen, wie sie mit digitaler Offenheit umgehen. Dass sie also eine Souveränität entwickeln, wie man denn damit umgeht, dass alles offen ist und dass alles bekannt ist. Wir kriegen das nicht mehr weg. Ich glaube, das ist eine Utopie. Man kann sich ganz abschalten, aber dann sitzt man allein im Wald. Das funktioniert nicht mehr. Deswegen also der Appell, sagt den jungen Leuten, wie es funktioniert und helft ihnen da, einen Weg zu finden durch dieses digitale Dickicht. Das war's von mir. Danke, Arnulf. Ich denke, da werden wir sicherlich auch später noch mal kurz thematisieren können. Auch das Thema mit der weißen Männerrunde wurde im Vorfeld ja schon ein bisschen diskutiert. Wenn ich die Reihe weitergehe, würde ich den Frank bitten, sich vielleicht kurz vorzustellen und sein Statement abzugeben. Genau, Frank Holicek ist mein Name. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich kann leider auch meinen kleinen Beitrag zur Diversity hier leisten, wie schon erwähnt. Aber ich habe so ein bisschen Background, was Open Source und föderierte Systeme und Cloud-Technologien angeht. Ich mache seit den 90ern schon IT und Open Source. War ganz lange im KDE-Projekt engagiert, auch im Vorstand tätig und habe dann OwnCloud gegründet und dann etwas später Nextcloud als Nachfolger. Die Motivation dahinter ist eben, wie gerade auch schon erwähnt, eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir alle über das Internet zusammenarbeiten,
kommunizieren, synken, scheren, kollaborieren können, ohne dass es diese zentralen, bösen, großen Cloud-Instanzen und großen Software-as-a-Service-Anbietern benötigt. Das Ganze eben dezentral, peer-to-peer, federated. Genau. Und weil es eben ein Missverständnis ist, dass man irgendwie nur dank Google und Microsoft und Amazon irgendwie das Internet vernünftig nutzen kann. Das ist nicht der Fall. Das geht auch mit Open Source. Und Clouds können auch dezentral sein. Deswegen freue ich mich jetzt besonders, hier zu sein. Danke, Frank. Dann würde ich als Nächsten in der Runde den Christoph bitten. Ja, hallo. Ich bin Christoph Hormann. Freiberufler, Quereinsteiger, kein Programmierer. Beschäftige mich hauptsächlich mit konkreten Anwendungen, Prozessentwicklung, Beratung im Bereich Geovisualisierung, Satellitenbildverarbeitung. Und mein Schwerpunkt, den ich hier eigentlich einbringen möchte, ist die Anregung, dass wir über die zentralen Themen, mit denen sich der VOSGIS und die Konferenz ja beschäftigen, offene Daten, freie Software im Bereich Geodatenverarbeitung hinaus ein bisschen den Blick über den Tellerrand werfen, dass wir das nicht zu sehr auf diese Formalie und diese relativ engen Themenbereich beschränken, sondern wie der Anolf hier im Grunde genommen auch schon angedeutet hat, den gesellschaftlichen Kontext mit betrachten und die Notwendigkeit, dass wir auch in der Gesellschaft offen sind, offen werden, in der Arbeitskultur, in den Unternehmen wie auch in den Institutionen. Und da sehe ich eigentlich jedes Mal auf der VOSGIS immer noch gewisse kulturelle Differenzen, Reibungsprobleme, dass Arbeitskulturen gerade in größeren Unternehmen oder Institutionen halt oft sich schwer tun mit den kulturellen Aspekten der offenen Daten und offenen Software. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, deswegen vielleicht noch einen konkreten Punkt, den ich zur Diskussion stellen möchte. Die Frage, wie wir als Gesellschaft mit langfristig den offenen Zugang zu freien Geodaten sicherstellen wollen. Das ist aus meiner Sicht ein relativ großes Problem und in der analogen Welt haben wir da im Grunde genommen eine relativ etablierte Institution, die öffentlichen Bibliotheken, öffentlichen Archive und wir haben im Grunde genommen kein Äquivalent dafür in der digitalen Welt und das ist ein großes Problem und viele machen sich das vielleicht gar nicht so bewusst, weil sowas so an Geodaten von einer kleineren Behörde oder gleichen, vielleicht ein paar hundert Megabyte an Shapefiles und dergleichen zur Verfügung gestellt werden. Das ist jetzt nicht das, worum es geht bei mir, sondern die Frage, was machen wir mit den wirklich großen Datenmengen? So ein typischer Erdbeobachtungssatellit produziert in der Größenordnung locker ein Terabyte oder mehr pro Tag. Und das ist ein Volumen, wo wir nicht sagen können, das machen wir einfach so mal nebenbei und wenn wir uns dann nicht ernsthaft Gedanken darüber machen, wie wir damit im großen Stil in unserer Gesellschaft umgehen, dann haben wir in ein paar Jahren spätestens die Situation, dass wir im Grunde genommen mehr Daten haben, die grundsätzlich zwar offen verfügbar sind, weil sie irgendwann von jemandem öffentlich zur Verfügung gestellt wurden, aber die praktisch eigentlich nicht mehr zugänglich sind. Und dass dieser Umfang von solchen Daten, die schon draußen vor sind, den tatsächlich praktisch verfügbaren Umfang offener Daten im Bereich Geodaten übersteigt. Also das als Thema für die Diskussion von meiner Seite. Danke. Danke, Christoph. Ich denke, da kommen wir sicherlich noch mal drauf zurück. Den Marco würde ich gerne als Nächstes bitten in der Reihe. Danke, dritter Tag VOSGIS-Konferenz, dritte Vorstellung. Deswegen eigentlich müssten mich die meisten Zuhörenden und Zuschauenden ja sowieso schon kennen von gestern Abend oder von der Keynote. Ich arbeite beim Bundesamt für Strahlenschutz und wir haben einfach in den letzten Jahren erstmal nur unter einer Open-Source-Strategie ein Notfallschutzsystem neu entwickelt, das auch mittlerweile in Betrieb ist, das alte Proprietäre abgelöst hat und durch den Koalitionsvertrag jetzt und auch den Initiativen auch auf Bundesebene ist eben das Thema digitale Souveränität gerade so in aller Munde und sorgt bei uns irgendwie dafür, für das Aha-Erlebnis, ah ja cool, das was da irgendwie so gefordert wird, das machen wir doch irgendwie schon. Allerdings möchte ich da auch sagen, digitale Souveränität ist natürlich ein bisschen mehr als nur Open Source einzusetzen oder auch zu entwickeln,
Das ist auch ein Punkt, und wo wir dann festgestellt haben, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, ist dann der Prozess, den wir jetzt in unserer Behörde vollzogen haben, an einem letztendlich großen, aber doch nur an einem vielschichtigen Projekt, ist das eigentlich auf die ganze Behörde übertragbar, haben uns dann mit dem Thema digitale Souveränität weiter auseinandergesetzt und ein Reifegradmodell entwickelt, das wir erstmal für uns selbst, für unsere Organisationseinheit angewendet haben, festgestellt haben, oh ja cool, wir sind da ja schon ziemlich gut. Wenn man das Modell selbst entwickelt, muss man sich natürlich auch da Kritik gefallen lassen, ob das nicht eine gewisse Färbung hat. Aber wir sind gerade dabei, dieses Reifegradmodell zu prüfen, das sozusagen sagt, hier, wie sieht es denn eigentlich mit der digitalen Souveränität aus? In welchen Facetten möchte ich digitale Souveränität bis zu welchem Stand auch erreichen? Und welche Maßnahmen, ganz konkrete Maßnahmen, kann ich denn dann ergreifen, die ich dann tatsächlich umsetze? Und da werden wir dann sicherlich noch dazu kommen, was denn so die Möglichkeiten sind. Wir hoffen, dass wir dieses Werkzeug, das wir letztendlich entwickelt haben, auch jetzt erstmal noch bei uns in der Behörde im BFS noch ein bisschen nachskalieren können. Aber unsere Zielsetzung ist es dann auch über unsere eigene Behörde hinaus zu tragen und vielleicht auch andere so die Hoffnung, dieses Werkzeug so bereitzustellen, ja, dass andere auch das Thema digitale Souveränität dann auch mal in einer Art und Weise anwenden können, dass sie sagen können, was sind denn die konkreten Maßnahmen, die wir unternehmen können, um das zu erreichen, wo wir hinwollen. Damit vorausgesetzt, dass wir überhaupt die digitale Souveränität auch umsetzen und leben wollen. Das hoffe ich. Da kommt natürlich der Idealismus von vielen Jahren FOSGIS-Arbeit und auch FOSGIS-Konferenz durch. Da bin ich sicherlich keine neutrale Person. Danke. Ja, danke Marco erstmal für das erste Statement und der letzte, aber nur zufällig, weil ich nur der Reihe nachgegangen bin, ist der Sebastian aus Potsdam. Vielen Dank, Till. Genau, ich bin Sebastian Meyer, Professor an der Fachhochschule in Potsdam. Bin auch ein bisschen Quereinsteiger, bin nämlich eigentlich Designer, der dann quer sozusagen in die Kartografie und in die Geoinformatik reingekommen ist. Und bin wie einige andere auch hier auf der Konferenz auch Teil der Deutschen Gesellschaft für Kartografie und freue mich da immer so ein bisschen die Brücke auch zwischen den verschiedenen Vereinen schlagen zu können. Genau, und ich möchte mich eigentlich auch dem anschließen, was Arnulf am Anfang so ein bisschen gesagt hat, wenn wir über digitale Souveränität sprechen, vor allem individuelle Souveränität, dann geht es vor allem ganz viel darum, Kompetenzen zu vermitteln. Deswegen finde ich es eigentlich noch wichtig, wenn wir hier über Open Source und Open Data sprechen, dass eigentlich auch sowas wie Open Educational Resources gerade im Bereich auf Open Source und Open Data auch hier eigentlich in die Diskussion mit reingehören. Nämlich neben den offenen Lösungen, neben den offenen Werkzeugen brauchen wir natürlich auch die Vermittlung, wie man diese Werkzeuge richtig einsetzen kann, wie man einen Mehrwert aus offenen Daten generieren kann für die Menschen dort draußen. Und sehe das halt auch als einen ganz wichtigen Teil, wenn wir über digitale Souveränität in unserer Gesellschaft sprechen. Vielen Dank. Ja, danke Sebastian. Jetzt habe ich als Moderator ein kleines Problem, weil die Diskussion geht mehr über Kuchen und Frisuren von alten Männern. Aber ich springe mal ein und würde vielleicht doch etwas ad hoc gerne voran die Frage stellen, auch ans Podium. Das wurde jetzt von zwei Leuten ja angesprochen. Digitale Souveränität in Bezug auf Individualitäten. Der Sebastian hat das noch ein bisschen in den Kontext gerückt. Open Data, Open Source GIS, aber auch Open Education. Ich würde gerne von euch mal eine Idee darüber hören, ob ihr Ideen habt, wie man das denn konkret angehen kann, umsetzen kann, ob es da vielleicht auch schon Dinge gibt, ob das irgendwelche Communities sind oder Ähnliches. Ich denke, da könnten wir mal mit einsteigen. Jetzt traut sich keiner, dann fange ich einfach mal an. Also ich glaube, also zum einen finde ich, dass die in der Geo-Community es einfach schon ganz viel Partizipation gibt, solche Inhalte zu erstellen. Also ob es irgendwie die verschiedenen Plattformen sind, wo Fragen rund um GIS beantwortet werden und dergleichen. Es gibt diverse offene Videoportale, wo irgendwie Tutorials bereitgestellt werden. Also ich glaube, da passiert schon ganz viel.
Ich glaube, interessanter wird es tatsächlich noch eher so auf der Alltagsebene. Und da fehlt es meiner Meinung nach noch viel. Wir hatten vorhin schon mal von den Bibliotheken gehört. Mit denen hatten wir zum Beispiel in Berlin eine spannende Kooperation, wo wir überlegt haben, wie man in den Bibliotheken zum Beispiel Fortbildungsprogramme für Bürgerinnen etablieren kann, um Themen der Digitalisierung dort auch zu platzieren und Zielgruppen anzusprechen, die man halt sonst klassischerweise nicht über Tutorial-Seiten oder sowas ansprechen kann. Also ich glaube, da ist es auch nochmal spannend, wie wir da als Community weiterarbeiten können in die Richtung. Ja, ich würde auch gern den Punkt Open Data an der Stelle tatsächlich noch mal ein bisschen mit einflechten wollen, weil meiner Ansicht nach auch so die Initiativen, Open Data stärker zu leben, da auch ganz, ganz essentiell sind. Da wird ja eigentlich sogar auch aus politischer Sicht ein bisschen was gemacht, wo Online-Zugangsgesetz eigentlich auch den Behörden auferlegt, hier, ihr müsst publizieren und die Sachen auch zur Verfügung stellen. Das ist ein wichtiger Impuls einerseits, aber da ist es natürlich ganz wichtig und da ist, glaube ich, auch eine Institution wie der Foskis gefragt oder die Communities, dass das nicht dazu führt, dass irgendwelche Insellösungen geschaffen werden im Rahmen der Förderung, die durchs OZG zum Beispiel da ist, sondern dass da wirklich auch Sachen zur Verfügung gestellt werden, von der die Bevölkerung dann auch profitieren kann, die genau dann genommen werden kann, um die weiteren Schritte gesellschaftlich zu initiieren. Den Vorteil, den wir haben in der GIS-Community, ist, dass wir hier ein sehr großes Set an Standards haben, offene Standards, internationale Standards, die Referenzimplementierungen stammen aus dem Open-Source-Bereich. Eigentlich ist es ideal, um an der Stelle zu sagen, hey, that's it, das muss doch eigentlich ein Selbstläufer sein. Was ich mich selbst dann auch immer frage, ist, wie weit geht das dann? Ist ja immer so auch die Frage so, findet man Daten überhaupt als Bevölkerung? Wenn ich für jedes Thema eine einzelne URL kennen muss, dann funktioniert das an der Stelle auch nicht. Kommen wir in dem Bereich vielleicht zu den Catalog-Service noch ein bisschen weiter Richtung föderierte Services und so weiter. Das sind Sachen, die mich da auch bewegen. Gut, ich könnte vielleicht in die Thematik noch eine Frage aus dem Podium einflechten. Das passt, glaube ich, ganz gut zum Thema. Da ist die Frage gestellt worden, sollte FOSS nicht ein Schulfach sein? Ich bin für freiwilliges Open-Schuljahr mit Open Source, Open Data, Open Map und Open Education, damit jeder dies kennenlernt und einen Beitrag leistet. Ja, ich habe ja im Chat gerade schon kurz geantwortet. Ich halte das für ausgesprochen wichtig, so wie überhaupt das, die Schulausbildung revolutioniert werden sollte. Ich sage extra revolutioniert, nicht evolutioniert, weil wir evolutiv zu einem perfekten Materialismus gekommen sind, wo es nur noch um Wissen reinfressen und dann bei der Prüfung rauskotzen geht. Diesen Begriff Wissensbulimie habe ich nicht selber erfunden, sondern den haben mir 15-Jährige gesagt. Die sagt, sie haben den Schnauze voll davon, sie wollen das nicht mehr. Und sie wollen eigentlich Dinge lernen in der Schule und auch später im Studium, die sie dann fürs Leben auch gebrauchen können. Da verfehlen wir, glaube ich, in der Bildungspolitik gerade ganz erheblich. Und da passen auch so Dinge rein wie digitale Souveränität. Das muss einfach da schon verankert werden. Und im Moment ist es aber so, dass unsere Gewohnheit, mit dem Handy durch die Gegend zu gehen und nichts anderes mehr zu machen, nur noch eine Gewohnheit ist, wir das gar nicht hinterfragen. Das ist, denke ich, schon ein großes Problem. Ich mach mal da Stopp an der Stelle. Ja, vielleicht von mir auch noch. Ich bin natürlich jetzt weniger Spezialist zu dem Thema als alle anderen hier. Aber ich finde die Idee, den Ansatz, Open Data und Open Source früher in den Schulen zum Beispiel zu lernen, zu richten, auch super wichtig. Ich glaube, da geht es hauptsächlich auch um das Schaffen von einem gewissen Mindset, weil bei physikalischen Gegenständen ist es ja so, dass wenn man sie mit anderen teilt, dann hat man in der Regel weniger als zuvor. Und das ist ja bei Open Data und bei Open Source nicht so. Das heißt, da eigentlich so das Bewusstsein schaffen, dass wenn man seine Informationen, seine Daten und auch seine Software mit anderen teilt, dass man dabei nichts verliert, sondern eigentlich nur gewinnt. Das merkt man immer wieder, dass es für viele Menschen in der Industrie, in der Politik und anders oft noch nicht so richtig verstanden ist, dass Sharen eigentlich eine gute Sache ist. Das sollte definitiv mehr unterrichtet und mehr gelehrt werden.
Ja, also ich würde da eigentlich gerne meinen Punkt, den ich aus dem Eingangsstatement gemacht habe, einbringen, dass wir nicht zu sehr auf die Formalien schauen sollten. Also einfach die Formalie, wir machen das jetzt als Schulfach allein, wird nicht so viel bringen, weil ja es eine Kultur ist, die letztendlich vermittelt werden muss durch Leute, die in einer Form damit schon involviert sind. Und wenn wir jetzt einfach nur den Lehrern sagen, hier, mach das jetzt mal als Lehrplan rein und der Lehrer ist nicht involviert in der Idee, was freie Daten und freie Software bedeuten, dann bringt das relativ wenig, sodass ich da fast sagen würde, man sollte eher bei der Lehrerausbildung einsetzen, als bei gleich sozusagen das Haus vom Dach her anfangen zu bauen und das gleich als Schulfach andenken. Also spricht nichts unbedingt dagegen, da es vom Ende her zu denken, aber ich glaube, dass da vor allem auch in den Vorstufen im Bereich in die Lehre generell die Kultur offener Daten, freier Software reinzubringen, mindestens genauso wichtig wäre. Vielleicht noch so, also ich bin eigentlich auch bei allem dabei, aber an manchen Stellen würde ich es tatsächlich noch ein bisschen pragmatischer sehen und würde sagen, dass wir weniger FOSS in der Schule oder als Kompetenz brauchen, sondern es natürlich eigentlich Digitalkompetenzen sind, die wir brauchen, die zum Teil so ein bisschen unabhängig eigentlich, ob es nachher Open Source ist, ist mir dann fast schon egal. Es braucht einen kritischen Umgang mit Daten, es braucht einen kritischen Umgang mit Software und Lösungen und Plattformen. Und ob es dann nachher Open Source ist, ist mir dann fast schon egal, solange die entsprechenden Kompetenzen erworben werden bei den Menschen und weniger mit welcher Software es dann tatsächlich gemacht wird. Till, ich glaube, dein Mikro ist aus. Ach, großartig. So, Dankeschön. Zwei Bildschirme. Digitale Kompetenz. Digitale Kompetenz, habe ich auch gerade gedacht. Hier war noch eine Frage im Podium, die passt, glaube ich, ganz gut da rein, wo wir gerade stehen. Da ist die Frage gestellt worden, inwieweit können die Kollaborationsformen und Tools aus dem Bereich Open Source in andere Bereiche der Gesellschaft übertragen werden? Ich denke da zum einen an Entwicklertools für kollaboratives Erstellen von Code, Text, Daten, Wissen, aber auch an die Menschen und ihre Zusammenarbeit in Organisationen und Teams. Da war jetzt noch der Nachweis. Ich denke, Marco, da wirst du noch was zu sagen. Behörden sind sicher speziell. Also tatsächlich würde ich da gerne nachfragen an die Person, die diese Frage gestellt hat, was an Behörden denn da speziell ist, außer vielleicht der entsprechenden Verwaltung, die dahinter steckt. Aber letztendlich ist es doch so, dass es bei einer Behörde auch nicht großartig anders ist wie vielleicht bei einer Firma, dass es natürlich irgendwo eine Leitung gibt, die auch Richtlinien und oder Regelungen vorgibt. Wenn man das auf die digitale Souveränität übertragen, heißt das, das muss an der Stelle auch gewollt sein und in die gängigen Richtlinien, in die Strategien, Gesamtstrategie auch von der Behörde mit rein fließen. Und von unten brauche ich natürlich Leute, die das Ganze auch irgendwie innovativ vorantreiben. Und da, glaube ich, sind Behörden schon so weit, dass sie den Raum haben, wenn jemand hier diese Initiative ergreift und praktisch auch hinter so etwas steht. Was fehlt dann möglicherweise ist, aus diesem, ja, Elfenbeinturm ist es ja eher im Hochschulbereich, aber aus diesem Ganzen auszubrechen und ein bisschen mehr über die Pflicht hinauszugehen und für etwas, von dem man überzeugt ist, dann auch kämpfen zu wollen, sich dafür einzusetzen. Das ist vielleicht etwas, wo ich sage, da gehört manchmal der Mut dazu und dazu möchte ich auch im Behördenumfeld ermutigen. Gut, aber es war natürlich nicht nur der Marco angesprochen. Ja, also ich würde im Grunde genommen da genau zustimmen. Eigentlich sind die Behörden fast schon das Musterbeispiel, wo man sagen würde, da könnte man durchaus was machen. Also würde man vielleicht den anderen Aspekt reinbringen, da ja Anfang der Diskussion beim Panel halt die
Idee der großen kommerziellen Plattformen und der Problematik dahinter war. Das ist ja oft ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir für digitale Beteiligung und dergleichen, Kommunikation zwischen Bürgern und staatlichen Institutionen halt im Grunde genommen nichts anderes haben als die großen kommerziellen Plattformen, weil das die Plattformen sind, wo die Bürger sich halt bewegen, aber gleichzeitig natürlich von staatlichen Institutionen da noch stärkere Berührungsängste und durchaus begründet auch mit digitaler Souveränität und dergleichen sind. Und wenn wir da halt offene Plattformen schaffen könnten, dann wären eventuell durchaus staatliche Institutionen eher geneigt zu sagen, da gehen wir auch durchaus mal in den Kontakt mit den Bürgern, wenn wir so eine Plattform haben, wo wir dann nicht die Bedenken haben müssen, dass das eben datenschutzmäßig und dergleichen indiskutabel ist. Da würde ich vielleicht gleich direkt mal noch eine weitere Frage aus dem Plenum mit reinwerfen, die eigentlich genau darauf passt. Die Frage ist, wie kann man digitale Souveränität und Daten in der Cloud in der Praxis kombinieren? Ja, da kann ich vielleicht was dazu sagen. Das Problem ist ja, eigentlich ist ja schon ganz am Anfang beim Begriff Cloud selbst, weil man muss sich ja fragen, was eigentlich Cloud bedeutet. In der Regel ist es ja ein Synonym inzwischen schon fast für Amazon und Google Clouds und Microsoft Clouds und so weiter. Aber eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, Daten und Applikationen, ich sag mal, outzusourcen und dann von anderen Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, handeln und bearbeiten und betreiben zu lassen. Und wenn das eigentlich der Ansatz ist, dann widerspricht sich das eigentlich nicht. Man braucht einfach nur bestimmte Voraussetzungen. Also ich denke, erstmal wäre es gut, wenn es mehr als 3-4 Anbieter auf der Welt gäbe, wenn es einfach Tausende von Cloud- und Hosting-Anbieter auf der Welt geben würde. Und wenn da dann mit der Kraft des Marktes oder auch gesetzlich oder wie auch immer sichergestellt ist, dass man auch zwischen den verschiedenen Anbietern hier und her wechseln kann. Und man auch hauptsächlich Open-Source-Software verwendet, sodass man eben schauen kann, was passiert hier eigentlich, gibt es irgendwie Backdoors, wer greift auf meine Daten zu? Und man eben auch die Möglichkeit hat, dann im Zweifelsfalle es dann auch wieder aus der Cloud wieder zurückzuholen und selbst betreiben zu können, indem man dieselbe Software irgendwo auf einem eigenen Server irgendwo installieren kann. Also wenn die ganzen Bedingungen, die ganzen offenen Voraussetzungen gegeben sind, dann ist ja Cloud Computing erstmal nichts Schlechtes. Es ist natürlich, wird nur schlecht, wenn es eben zu einer Monopolisierung führt und dadurch der einzelne Nutzer dann eingeschränkt wird in Funktionalität und Preis, Datenschutz und weiteren Dingen. Ja, vielleicht ergänzend dazu, ich denke auch, wenn man jetzt zum Beispiel die Nextcloud nimmt, die auf dem Server verschlüsseln kann, dann kann das durchaus auf einem Server liegen, irgendwo in der Cloud, sogar in den USA hätte ich kein Problem damit. Aber ich bin der Betreiber und ich weiß, wer da reinkommt und wer da rauskommt. Und ich weiß, dass die Daten, die da drin sind, nicht von irgendjemandem zu dritten kommerziellen oder politischen Zwecken noch genutzt werden. Und das ist ja das eigentliche Problem, dass wir nicht wissen, wer unsere Daten nutzt, wenn wir WhatsApp, Gmail und so weiter benutzen. Und das ist eigentlich das Problem, dass man denkt, na ja, jetzt haben wir, ich habe die Cookies alle weggeklickt, jetzt bin ich nicht mehr trackbar. Das ist ja nicht so. Deswegen fürchte ich, dass diese DSGVO und Cookie-Richtlinie und so weiter furchtbare Augenwischerei ist, die uns in einer Sicherheit wiegt, die da gar nicht ist. Wir haben dort keine Sicherheit, außer wir sind in einer Community, in der wir wissen, wer was ist. Und da spielt Vertrauen eine ganz große Rolle. Ich bin auch in einem Verein und da sind wir halt 100 Leute und ich kenne die alle. Und da betreiben wir eine Nextcloud und wir wissen, das ist wirklich unser Zeug auf unserem Server. Auf dem Server ist alles verschlüsselt. Wenn der Server weg ist, dann, oh gut, vielleicht kann man es irgendwie knacken, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht. Aber selbst da ist es so, dass das auch irgendwann dann doch jemand sehen könnte. Und das muss einfach klar sein. Da gibt es keine ultimative Sicherheit, egal ob wir jetzt in der Cloud sind oder in der eigenen Cloud oder sogar auf dem eigenen Rechner. Aber, und ich denke, das ist wichtig,
Die Cloud an sich ist nicht böse oder schlecht, sondern was böse und schlecht ist, ist die Monopolisierung und die großen Konzerne, die das nutzen aus einem einzigen Interesse heraus, nämlich noch mehr Blödsinn zu verkaufen, den eigentlich kein Mensch braucht. Und das ist ja, was im Moment gerade passiert. Es ist ja wirklich die Marketing-Künstliche Intelligenz, das ist die, wo das am meisten eingesetzt wird. Das ist so, wie das Internet groß geworden ist. Wisst ihr, womit das Internet groß geworden ist? Ich traue mich das gar nicht hier sagen. Hier sind, zwischen den weißen alten Männern hier könnte man das, aber Pornografie hat das Internet groß gemacht. Das ist, warum es das gibt. Und man muss immer fragen, was ist eigentlich das, was das befeuert? Und im Moment ist eben die künstliche Intelligenz, AI und so weiter, wird befeuert von dem Drang, noch mehr Sinnloses zu verkaufen an noch mehr Leute und noch mehr Geld zu konzentrieren auf einen kleinen Punkt, nämlich Amazon oder was es jetzt eben auch ist. Das ist das eigentliche Problem. Und vielleicht können staatliche Sanktionen wirklich dazu führen, das zu zerschlagen. In den USA hat man das mit Bell und AT&T alles ja schon mal gehabt. Aber das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Mal gucken, vielleicht ist das wirklich was, was ansteht. Aber das ist eigentlich auch wieder ein Marketingproblem stückweise. Bei Nextcloud beispielsweise haben wir einige Machine Learning, neuronale Netze integriert, künstliche Intelligenzfunktionen. Und das läuft, wenn man das möchte, auf so einem Raspberry Pi daheim, auf so einem Mini-Rechner. Also, dass viele Menschen denken, KI ist die Zukunft und das bekommt man aber nur, indem man seine Daten bei Amazon hochlädt oder bei Google oder bei Amazon, weil selbst kann man das nicht. Das ist natürlich, das ist ein Marketingproblem. Ja, so. Ja, es ist ja sogar so, dass jetzt Fernseher schon nicht mehr richtig ausgehen, die Kamera weiterläuft und über Face-Erkennung noch weiß, wer da gerade im Zimmer steht oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Nein, ich bin mir ganz sicher, dass ich das nicht will. Dass egal welches Foto ich nehme, dass Apple da gleich guckt, wer das denn ist und das dann einsortiert in der richtigen Familie. Ist ja ein toller Service. Aber was machen die da hinten noch mit diesen Daten? Und das weiß ich nicht und das sagen die mir auch nicht. Und das ist nicht in Ordnung. Jetzt ja, gibt's ja auch. Gibt es ja auch Leute, die sich Alexa ins Wohnzimmer stellen, vielleicht, weil sie sonst keine Frau Begleitung haben. Ich habe noch eine Frage hier, die ist auch ganz gut angekommen, glaube ich. Könnt ihr etwas zur Bundescloud sagen? Seid ihr auf dem aktuellen Stand? Es ist ja unsäglich, dass da Microsoft im Spiel ist, Klammer oder war. Und wie sieht es mit der europäischen Gaia X aus? Wie kann sich da die Open Source Community aufstellen? Da kann ich was dazu sagen, weil wir bei Nextcloud bei beiden Themen involviert sind. Allerdings habe ich da so ein Zeitproblem, weil ich da zu den Themen eigentlich Stunden reden könnte. Deswegen wäre es interessant, welcher Teilaspekt genau interessant ist. Aber vielleicht auf ganz hoher Flugebene den Überblick. Also es ist ja auf Bundescloud, also die Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltung, öffentlichen Verwaltung, ist es ja so, dass da momentan hauptsächlich Microsoft-Produkte verwendet werden, also Windows und dann Microsoft Office, die ganzen On-Premise, die normale Software, die man bei sich lokal installiert. Und die ganzen Produkte gibt es ja dann demnächst nicht mehr, sondern werden durch Cloud-Produkte ersetzt von Microsoft. Und da gibt es eine Deadline, ich weiß gar nicht genau, 2024, bis dann die entsprechenden Verträge auslaufen. Und ja, momentan gibt es da einen Kampf, einen kleinen Krieg zwischen den zwei verschiedenen Lagern. Die eine Seite, zu der auch Nextcloud gehört, die sagen eben, wir haben hier Open-Source-Produkte, die können das ersetzen, die sind genauso gut. Da gibt es Konsortien und viele verschiedene Projekte, wo wir gemeinsam versuchen, das voranzutreiben, als Alternative eben aufzustellen. Eben auch mit dem Argument, dass ja Microsoft, wurde gerade schon erwähnt, dadurch, dass es dem amerikanischen Cloud Act unterliegt, auch und da das Privacy Shield und Safe Harbor Agreements eben alle nicht mehr gelten, nicht legal betreibbar ist. Da sagt dann Microsoft, ja, kein Problem, wir geben jetzt die Software zu SAP und SAP hostet es dann in Deutschland und damit ist es wieder sicher. Ja, also die Zusammenfassung ist, da gibt es momentan so ein Kräftemessen. Auf der einen Seite eben halt Microsoft, auf der anderen Seite eben so die europäische Softwareindustrie, die sich da entsprechend aufstellen möchte. Und bei Gaia X ist es im Prinzip ja auch so. Es war ja auch die ursprüngliche Idee, wir können hier in Europa auch was mit Cloud. Wir haben ja gute Anbieter,
Wir müssen uns nur zusammentun, uns auf gemeinsame Standards einigen und können dann entsprechende Cloud-Infrastruktur in Europa auch bieten und müssen es nicht zwangsweise aus China oder USA beziehen. Ja, auch da gibt es momentan eben die zwei verschiedenen Ansichten. Die einen Menschen, die sagen, wir sollten das hier lassen mit der Software, mit der IT, wir sollten vielleicht noch irgendwie Autos bauen oder weiß ich nicht. Ansonsten Software gibt es nicht in Europa, bezieht man einfach aus den USA. Und dann gibt es eben dann einen anderen Markt, der sagt, nein, das, wir können das eigentlich schon. Und man muss nur den etwas kleineren Unternehmen, Open Source Communities, eine Chance geben. Das ist so die High-Level-Zusammenfassung. Gut. Ich würde vielleicht eine kurze Frage zwischenschieben, die hier schon eine Weile rumliegt. Vielleicht eine kurze Antwort von einem von euch. Wie und wann ist der Begriff digitale Souveränität entstanden? Ich traue mich da gar nicht zu sagen, aber auch da könnte ich was dazu sagen. Ja, hau rein. Ja, also das ist auch wieder so ein Marketing-Ding. Ne? Also ich sagte ja schon, dass ich schon seit Mitte der 90er Jahren bei Open Source und freier Software involviert war. Die ganze Open Source-Bewegung ist ja entstanden aus dem Wunsch heraus, seine Applikation, seinen Computer, seine Daten selbst irgendwie unter Kontrolle zu haben. Um das zu erreichen, hat man dann die entsprechenden freien Software-Lizenzen geschaffen, GPL und weitere. Das war natürlich eine tolle Sache, aber das Problem war, dass man eigentlich sofort, wenn irgendjemand, Politiker oder Journalist gefragt hat, was ist dieses Open Source, war man sofort bei Software-Lizenzen. Und ja, also ich weiß ja nicht, wie die anderen das sehen, aber es gibt wenige Dinge, die unsexier sind als Software-Lizenzen. Das ist ja wirklich dermaßen langweilig und kompliziert. Und dann hat man letztendlich die ganze Gesellschaft abgehängt. So Open Source geht für Software-Lizenzen, langweilig, ich mache was anderes. Und der eigentliche Grundgedanke, dass es eigentlich darum geht, seinen Computer im Griff zu haben und zu wissen, was passiert da eigentlich und mit Einblick zu haben und mit Dingen mitgestalten zu können, ist letztendlich durch dieses Software-Lizenz-Thema irgendwie total in den Hintergrund geraten. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, als dann der Begriff digitale Souveränität aufgetaucht ist. Ich habe ihn zum ersten Mal wahrgenommen vor 4 Jahren ungefähr. Der meint ja eigentlich fast dasselbe wie Open Source. Also er beschreibt ja auch, dass man eigentlich in der Lage sein sollte, zu verstehen und zu kontrollieren und zu steuern, was mit den eigenen Daten und der eigenen Software passiert. Also eigentlich dasselbe wie Open Source, nur ein anderer Begriff, der, glaube ich, viel besser ist, der in der Politik und den Bürgern und der Presse viel besser beschreibt, warum eigentlich freie Lizenzen und freie Software eine gute Sache ist, weil dann hat man eben sein digitales Leben wieder im Griff. Also Zusammenfassung von mir wäre, ich weiß nicht, wie es andere sehen, eigentlich ist es fast dasselbe wie Open Source, digitale Souveränität, nur viel, viel besser kommuniziert, was eigentlich der Kern des Ganzen ist. Also ich denke für mich auch immer, dass hier digitale Souveränität ohne Open Source doch eigentlich gar nicht so echt geht. Und entsprechend finde ich den Begriff eigentlich auch toll, weil ich aber das Gefühl habe, er geht aber zumindest darüber hinaus, weil er natürlich so die digitale Nachhaltigkeit und die gesellschaftlichen Aspekte einfach auch mit berücksichtigt. Was ist Open Source jetzt, wenn man mal, da verfällt man einfach relativ schnell in die Techie-Ecke, wenn man jetzt rein über beim Begriff Open Source bleibt an der Stelle, und deswegen finde ich den Begriff digitale Souveränität da tatsächlich auch ein ganzes Stück besser und geeigneter, das mitzudenken. Ich hoffe, dass es kein Buzzword wird, sondern tatsächlich aufgegriffen wird, weil eben mehr und auch gesellschaftliche Prozesse da dahinter stecken. Danke. Ja, danke an euch für die kurze Antwort. Christoph, noch vielleicht kurz, weil hier ist eine Frage, wenn ich die nicht stelle, dann darf ich hier nie wieder was machen. Kann ich kurz daran erinnern, dass der Begriff Souveränität ja auch zu bedenken ist, und jetzt hänge ich vielleicht alle ab, wenn ich sage, wenn ich Karl Schmitz zitiere mit souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Also die Idee in der Souveränität ist eigentlich, wer hat die Kontrolle, wenn die Regeln nicht mehr gelten, so wie bisher? Und viele mögen vielleicht sich überlegen, das ist kein Problem mit digitaler Souveränität,
ich mache halt einen Vertrag mit meinem Outsourcing-Dienstleister und der regelt das halt. Aber wenn sich Google dann halt nicht an den Vertrag hält, was mache ich dann? Also so ein bisschen die Überlegung, was, wenn die Regeln nicht mehr so gelten wie bisher. Das ist eigentlich so ein bisschen der Kern hinter Souveränität. Ja, aber was heißt das denn für den Betrieb, also konkret im Betrieb von irgendeiner Applikation in der Cloud? Das heißt doch, dass ich auch meine Betriebsarchitektur so gestalten und aufsetzen muss, dass ich vielleicht aktuell tatsächlich auf AWS oder Google Cloud oder so das Ganze rennen lasse, aber dass ich das Ganze so generisch gestaltet habe, dass der Weg zurück, sprich ein Opt-out, auch kein Problem ist, dass ich es nötigenfalls auch bei mir in-house betreiben könnte, wenn ich halt die entsprechenden Hardware-Ressourcen habe. Das versuchen wir auch gerade mit unserem Notfallschutzsystem, weil wir natürlich hier am BFS so eine schwierige Lage haben. Wir haben mit unserem öffentlichen Geoportal eine Anwendung, wo wir die Bevölkerung informieren. Nun ist Radioaktivität jetzt nicht die ganze Zeit ein sexy Thema, sondern es poppt immer mal wieder mit einem Spiegel-Online-Artikel auf. Oder aktuell ist es natürlich relativ wichtig und auch nachgefragt bei den entsprechenden Diskussionen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gerade stattfinden. Und das heißt, wir sind an der Stelle auch immer so, naja, eigentlich wäre es überhaupt kein Problem, das ganze Ding einfach immer nur in-house laufen zu lassen. Aber wenn dann mal plötzlich ein mediales Interesse da ist, dann haben wir plötzlich Anforderungen, die vielleicht sogar, wenn es in Deutschland selbst wäre, nur durch einen Hyperscaler abzudecken wären. Und dann muss ich sagen, Moment, ich brauche jetzt ein Betriebskonzept, das mir beides irgendwie und am besten sogar irgendwie vorbereitet, umschaltbar innerhalb, wir müssen dann nicht irgendwie in Sekunden, wir verkaufen ja keine Schuhe, umschalten, aber halt in überschaubarer Zeit sowas tatsächlich auch irgendwo anders an den Start bringen kann. Da sind wir auch gerade mit einem Projekt dran, das irgendwie zu eruieren, wie generisch wir das Betriebskonzept dann tatsächlich realisieren können und müssen das Opt-out da auf jeden Fall mitdenken, weil wir uns zwar, wir können einen Cloud-Anbieter nutzen, aber wir dürfen nicht von dem abhängig werden, ja. Und dieses Szenario hat man ja bei Corona im Grunde genommen gut gesehen damals, als mit dem RKI, die dann total überfordert waren von dem Andrang. Und dann hat man halt auch wieder auf proprietäre Lösungen gesetzt. Nicht? Also gut. Das wäre halt gut, wenn das in der Zukunft vermeidbar wäre. Ich würde die Diskussion noch mal gerne ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Hier ist eine Frage, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig erscheint. Hat sehr viele Votes bekommen. Ist FOSS nicht immer auch benutzerunfreundlich oder sind die Klienten nur zu doof? Sollten wir mehr Wert auf Endanwenderfähigkeit achten und auch unsere Sprache überdenken? Habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde, dass man in der Grundschule schon Kommandozeile lernen sollte und weiß, wie das funktioniert. Und dann braucht man keine bescheuerte Nutzerfreundlichkeit, die mir sowas von auf den Keks geht. Wenn ich aus einem Feld, auf einem Textfeld nicht mehr mit Copy da irgendwie Copy-Paste was rauskopieren kann und das wird mir als Nutzerfreundlichkeit, als JavaScript-Bibliothek verkauft und wiegt aber ein Megabyte nur im Browser, nur damit das so ist, dann kriege ich es kalte Kotzen. Aber ich bin auch ein alter weißer Mann, insofern vielleicht eine polarisierende Meinung. Aber Kommandozeile in der Schule lernen, finde ich ganz wichtig, unbedingt. Kommandozeile finde ich auch toll. Aber ich würde schon sagen, dass wenn ein Mensch einen Computer nicht bedienen kann, dann ist wahrscheinlich der Computer hat irgendwelche Mängel. Also ich finde schon, dass Open Source freie Software bessere Usability bieten sollte. Also das Image, was wir und auch ganz oft zu Recht immer noch haben, dass Open Source Software irgendwie automatisch aufgrund von irgendwelchen Naturgesetzen unbedienbar sein muss, das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, da müssen wir besser werden. Also genau, da würde ich auch nochmal ganz kurz, also ich finde nicht, dass wir in der Schule Kommandozeile lernen müssen, auch nach irgendwie 20 Jahren Kommandozeilen hasse ich sie nach wie vor. Ich finde schon, dass Usability ein total wichtiger Faktor ist und nicht jeder muss Programmierer werden, aber die Leute brauchen die entsprechenden Kompetenzen, um irgendwie Computer bedienen zu dürfen. Deswegen, ich glaube schon, dass wir das in der Schule brauchen. Wir brauchen irgendwie Digitalkompetenzen in der Grundschule schon, wo auch Grundlagen dazu gehören. Aber ich glaube nicht, dass jeder Programmierer oder Programmiererin werden muss und auch nicht jeder eine Kommandozeile bedienen muss. Und Usability ist auf jeden Fall ein ganz hoher Faktor. Aber ich glaube, wir müssen ganz stark unterscheiden, wer sind eigentlich die Zielgruppen verschiedener Anwendungen.
Also es gibt durchaus Geo-Anwendungen, die sind ganz klar für Expertinnen gebaut, wo Usability auf jeden Fall eine nachgeordnete Priorität spielt. Aber es gibt natürlich andere Anwendungen, die sich mehr an ein breites Publikum richten. Und ich finde, da müssen wir schon als Community auch weiter dran arbeiten, dass diese möglichst benutzerfreundlich werden. Wir sind ja ein Panel, da darf man ein bisschen kontrovers sein. Ne? Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir wirklich die Kommandozeile in der Grundschule lernen sollten. Cool ist ja, die lernen ja sogar mit 3 oder 4 Jahren im Kinderwagen schon mit dem Daumen irgendwie diese Handys da zu bedienen. Die können das. Wenn wir das denen früh genug geben, dann kriegen die das auch hin. Ich habe im Moment das Problem, dass ich so eine Art Hohepriester bin, weil ich so viel mehr weiß als alle um mich herum. Und das reicht schon, dass ich informationstechnisch eine Art Hohepriester bin. Das kann auch nicht sein. Wir müssen dieses Wissen, das müssen wir demokratisieren, das müssen wir die Beute bringen. Muss ja nicht jeder können, es muss auch nicht jeder programmieren können. Aber es sollte jeder verstehen, was es denn bedeutet, ein Programm zu schreiben und welche Intention dahinter steckt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist wichtiger als viel von dem, was im Curriculum heute in der Schule so ansteht. Ich würde sagen, es ist auch wichtiger als die Kommandozeile. Ja. Bitte, Entschuldigung. Ich würde sagen, fast noch wichtiger als die Kommandozeile ist, dass eben jeder in der Schule mal 10, 20 Zeilen ein kleines Programm schreiben sollte. Irgend so ein Mini-Basic-Programm oder irgendwas, um zu verstehen, was ist denn Software überhaupt? Also um zu verstehen, was kann denn Software besonders gut und was kann denn Software gar nicht? Und das ist besonders wichtig durch diese ganze AI- und Machine-Learning-Diskussion, wo viele Menschen ja denken, Software ist irgendwie, hat irgendwelche Superkräfte und hat irgendwelche, ist irgendwie Menschen überlegen und kann irgendwelche Dinge, und da gibt es ein unglaubliches Vertrauen in die Software, weiß schon, was gut ist. Und ich glaube, wenn man selber mal ein bisschen programmiert hat, dann weiß man, dass Software eigentlich ja nur das tut, was der Mensch sagt, und es deswegen nicht intrinsisch irgendwie schlauer ist als der Mensch. Ich würde euch dann, Frank und Arnulf, gerne einladen, wenn ihr meinen Sohn mal trefft, könnt ihr euch daran ja mal versuchen. Ich muss zugeben, ich bin daran gescheitert, sowohl am Programmieren als auch in der Kommandozeile. Gut, jetzt wird der junge Mann bald 18, dann wird es wahrscheinlich eh vorbei sein. Ich habe hier noch eine Frage, die geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Warum haben Self-Hosted-Projekte so verhältnismäßig wenig Erfolg? Ist es einfach zu kompliziert oder scheitert es nur am Marketing? Was ist jetzt genau mit Self-Hosted-Projekte gemeint? Naja, sowas wie das, was ich da aufgebaut habe, vielleicht für den Verein mit den 100 Leuten, und das erfordert halt eine gewisse digitale Kompetenz. Und ja, es wäre toll, wenn das leichter wäre. Um nochmal die Nextcloud, das ist keine Werbeveranstaltung für die Nextcloud, aber ich nutze das und ich bin sehr begeistert davon. Die haben das echt gut hingekriegt. Aber da gibt es viel Open-Source-Software, die ist eben nicht so. Die ist wesentlich hakeliger, um das hinzubekommen. Also so ein Jitsi oder gar ein BigBlueButton ans Laufen zu kriegen, da sind schon einige gescheitert, und deswegen sind viele Schulen umgestiegen und nutzen jetzt irgendein Teams oder so einen Käse, weil sie nichts anderes haben. Und natürlich muss man irgendwie den Kontakt zu den Schülern aufrechterhalten. Das heißt, diese Selbsthosting-Fähigkeit, die hat auch mit Benutzerfreundlichkeit zu tun, aber jetzt nicht für den Endanwender, sondern für den, sage ich mal, Laien-Administrator, der trotzdem in der Lage sein sollte, das bedienen zu können. Ich glaube, das ist, wäre meine Interpretation jetzt so von Self-Hosting-Projekt. Aber da haben wir doch in den letzten Jahren echt einen riesen Fortschritt gemacht, gerade mit den Hinwendungen, was jetzt dann in die Cloud gemündet hat, mit der Containertechnik. Also ich meine, es war ja nichts einfacher, irgendwie diverse Open-Source-Videokonferenzsysteme mal, haben wir in der Behördenlandschaft ja auch bei uns dann gemacht. Corona ging los und dann wurde halt mal dieses und jenes einfach mal auf irgendeinem Server als Container hochgezogen. Docker Compose up, geguckt. Leider ist es dann trotzdem verworfen worden, weil die IT nicht bereit war, dem System die nötigen Hardware-Ressourcen zu geben vielleicht, oder das zu dem Zeitpunkt noch nicht weit genug war. Und darum ist natürlich die Vergleichbarkeit unter Umständen auch ein bisschen schwierig. Aber über den Run der unterschiedlichen Videokonferenzsysteme während Corona, ich glaube, da wird es noch irgendwann wissenschaftliche Arbeiten geben. Aber da haben wir doch tatsächlich viel mit gerade Containertechnik erreicht, dass der schnelle Einstieg, das Ding auch echt mal zum Laufen zu bringen, ohne es
installieren zu müssen, irgendwelche Abhängigkeiten, sonst was, das irgendwie beachten zu müssen, da sind wir doch schon einen ganzen Schritt einfacher geworden, als es war. Und das geht ja besonders gut auch mit Open-Source-Software. Schauen wir uns doch mal an, was zu den ganzen GIS-Projekten da ist. Jedes Repository hat seinen Docker-Compose und vielleicht Docker-File und Docker-Compose-YAML drin liegen. Also das Ausprobieren ist doch nie so einfach gewesen wie jetzt. Ja, und es ist ja auch die Frage, was ist denn das Ziel? Also ich denke zum Beispiel jetzt nicht, dass jetzt zwangsweise jede Oma zum Sysadmin werden muss und jeder wirklich einen Heimserver unterm Tisch stehen haben muss. Das wäre natürlich so dann das Extrem, ne? Jeder macht alles selbst. Aber ich wäre ja schon happy, wenn es einfach nur statt 3, 4, 5 großen Cloud-Anbietern einfach einige 10.000 oder 100.000 gebe. Das, wenn es jemand gibt im Fußballclub, der sich mit IT auskennt, dass der eben dann entsprechende Infrastruktur betreiben kann oder irgendein Unternehmen oder eine Uni oder eine Schule oder irgendjemand. Das würde ja schon reichen. Ich glaube, man muss es nicht absolut jeder zum Sysadmin werden. Aber mehr wie 4, 5 Clouds sollte es schon geben. Gut, ich würde gerne vielleicht die letzten Minuten noch mal nutzen, vielleicht noch mal auf einen Themenkomplex hinzuführen, den wir auch haben, das Thema Open Data, was wir bis jetzt noch relativ wenig diskutiert haben. Der Christoph hatte das ja auch eingangs in seinem Statement schon gefragt, wie wir das als Gesellschaft eigentlich einen offenen Zugang zu freien Geodaten sicherstellen wollen. Ich habe mir auch aus aktuellem Anlass, weil ich das tatsächlich gerade auch als Fragestellung auf dem Tisch hatte. Aber wenn man jetzt mal so in Deutschland auf die Open-Data-Landschaft guckt, es gibt da ja mittlerweile, Gott sei Dank, relativ viel Seiten des Bundes oder auch der einzelnen Länder. Aber es bleibt ja immer ein bisschen die Schwierigkeit eigentlich bestehen, sobald ich Geodaten von verschiedenen Bundesländern vielleicht auch gerade die nicht so ganz üblichen, hier ging es konkret mal um historische Ortofotos. Wenn ich die benutzen will, länderübergreifend, dann muss ich irgendwo anfangen zu suchen. Und das ist natürlich ein Umstand, der eigentlich auch immer irgendwo Aufwand und damit letzten Endes auch Geld kostet. Und das wäre jetzt mal auch meine Frage an euch, auch vielleicht tatsächlich kombiniert auch mit der Frage, die der Christoph ja eingangs aufgeworfen hat. Ob es da aus eurer Sicht Ideen gibt, wie man der Sache entgegenwirken kann oder auch, ob hier vielleicht auch speziell die Open Source oder Open Data Community Lösungen bereitstellen kann. Also wenn niemand anders antwortet, dann ich, weil ich ja auch wurde ja auch angesprochen. Also ich glaube eigentlich, dass das Problem nicht wirklich ist, die Suche. Weil das Problem der Indizierung und des Wiederfindens von Daten oder Dokumenten, das ist ja eigentlich technisch gelöst. Nicht? Also jeder, der irgendwann schon mal wissenschaftliche Veröffentlichungen recherchiert hat, hat mit DOI zu tun gehabt. Das geht genauso für Daten. Also ich glaube, dass da eigentlich nicht die Notwendigkeit ist, ihr macht da jetzt irgendwie wieder ein Großprojekt und ein zentrales Portal oder dergleichen. Das Problem ist eigentlich eher die Kultur in den einzelnen Institutionen, die Daten veröffentlichen, glaube ich. Weil viele von denen haben halt die Vorgabe, naja, das soll jetzt halt als Open Source rausgehen, als Open Data rausgehen. Aber da ist halt kein Gefühl dafür, wie macht man das jetzt eigentlich oft oder haben wir eigentlich ein Interesse daran, dass die Leute das überhaupt im großen Stil verwenden und dergleichen. Also ich glaube, da könnten wir als Foskis eine Menge Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit bei den Leuten leisten, wie man denn, was der Mehrwert ist, wenn wir das als Open Data zur Verfügung stellen und wie wir das tun, um diesen Mehrwert tatsächlich zu erreichen. Mit offenen Formaten, offenen Schnittstellen. Allein die Stabilität von einer Zugangsmöglichkeit. Das Problem ist nicht nur das Suchen. Das Problem ist auch, wenn ich vor einem halben Jahr mal Daten irgendwo gefunden habe und dann will ich irgendwie ein Update. Ja, da sind die Daten wahrscheinlich heute wieder vollkommen irgendwo anders. Weil irgendjemand auf die Idee kam, wir machen das jetzt ein bisschen anders und dergleichen. Also glaube, dass da, was wir eingangs hatten, die
die Bildung, die gesellschaftliche, dass die Gesellschaft als Ganzes mit der Offenheit mehr in Berührung kommt, mehr Wertschätzung dafür entwickelt, dass das eigentlich ein wichtiger Punkt ist. Genau, ich hatte das ja auch in meinem Vortrag schon so ein bisschen angedeutet. Also ich stimme da ganz zu. Also es fehlt halt einfach in der Verwaltung an Expertinnen, die tatsächlich Open Data richtig bearbeiten und bereitstellen können. Und wir haben die ganzen technischen Grundlagen, wir haben die Standards, wir haben die Methoden, aber sie müssen halt einfach in den Verwaltungen implementiert und genutzt werden. Und dann würde das auch irgendwie alles laufen. Ich glaube, um nochmal so ein bisschen auf die Frage zurückzukommen, was können wir als Community vielleicht auch leisten? Also was ich immer wieder auch aus der Verwaltung höre, das war gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, was passiert eigentlich nachher mit den offenen Daten, wenn sie einmal draußen sind? Die Verwaltung wissen tatsächlich häufig gar nicht, was wir alles mit deren Daten Tolles machen. Deswegen, was ich wirklich nur jedem ans Herzen legen kann, wenn ihr irgendwas gemacht habt und wenn es auch nur irgendein kleines Side-Project ist, dann erzählt den Verwaltungen davon. Die freuen sich darüber. GovData und auch viele Länder sammeln solche Projekte auch. Da gibt es dann Projektseiten, wo sowas dann auch mal präsentiert wird. Also ruhig auch mal Feedback geben. Auch wenn man irgendwo Fehler findet, in der Regel sind die total offen, die Verwaltungen, und korrigieren dann auch mal irgendwelche Daten, wenn man mit denen einfach mal Kontakt aufnimmt. Also das kann ich wirklich nur sozusagen jedem ans Herzen legen. Ruhig auch mal in die andere Richtung den Kontakt suchen und mitteilen, was man mit den Daten so macht. Gut. Vielleicht die letzte Frage, wenn ich so einen Blick auf die Uhr mache, einen kleinen, die hier noch im Plenum war. Sollte man nicht auch die Einheitlung von Standards und die Ermöglichung von Interoperabilität stärker betonen, fordern und bewerben? Ihr habt das im Grunde genommen gerade schon beantwortet. Ich wollte es der Vollständigkeit halber doch nochmal hier reinwerfen. Vielleicht kann da einer nochmal oder zwei auch ein Statement zu abgeben. Ja, das ist super wichtig. Wir haben vor ein paar Minuten die DSGVO kurz gestreift. Das denken ja viele, DSGVO sind hauptsächlich Cookie-Banner. Das ist nicht ganz richtig, da gibt es noch viel mehr. Es gibt in der DSGVO, gibt es zum Beispiel eine Pflicht zur Datenportabilität, die da festgeschrieben ist. Das heißt, da gibt es eigentlich die Anforderung gesetzlich, dass es jedes System das eben erlauben muss, dass Daten exportiert werden und woanders wieder importiert werden. Und das wiederum geht natürlich hauptsächlich oder eigentlich fast nur mit entsprechenden offenen Standards für die APIs und für die Datenformate. Das heißt, da gibt es schon eigentlich schon ein bisschen gesetzliche Grundlagen dafür. Es wird allerdings noch überhaupt gar nicht gelebt. Also das ist eine Sache, die müsste noch viel besser werden. Aber ich würde da gerne mal die Frage aufwerfen, ob wir aus dem GIS-Bereich heraus, wo wir wirklich einen sehr hohen Grad an Standardisierung haben, was uns da ja auch wirklich privilegiert, ob wir da nicht tatsächlich realistisch auf sehr hohem Niveau jammern und Verbesserungsbedarf sehen. Also ich bin mir nicht sicher, wie das eigentlich in anderen Fachabteilungen, Prozessen aussieht, die eben nicht hier über die Geostandards die Möglichkeit haben zu sagen, hier, ich mache WFS und gut ist, und dann kann jeder irgendwie, ist der Download-Service eh schon da. Also da, glaube ich, fehlt es auch in anderen Bereichen, das ist dann allerdings nicht mehr ganz so unsere Baustelle natürlich, fehlt es vielleicht auch an den nötigen Standards, um auch sagen zu können, hier, publish und sei glücklich. Und das führt dann, ich bin sehr gespannt, wie die ganzen Initiativen, die aus der OZG-Förderung, also dem Online-Zugangsgesetz, aus der Förderung da rauskamen. Deswegen hatte ich in meinem Eingangsstatement gesagt, hier aufpassen, dass da keine Insellösungen entstehen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da eben Sachen dann publiziert werden. Ist ja nett, aber im Endeffekt ein technisches Grab werden, weil sie tatsächlich nicht vernünftig genutzt werden können, weil die Standards an der Stelle fehlen. Da bin ich mal sehr gespannt und halte unseren GIS-Bereich da tatsächlich für privilegiert. Danke, Marco. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. Wir könnten, glaube ich, noch eine Weile weiterquatschen. Das ist ja immer sehr, sehr schön. Ich habe allerdings dem Sebastian Meyer versprochen, dass er hier noch am Ende vielleicht doch noch mal ein bis zwei Sätze zum Thema weiße alte Männer sagen kann. das würde ich jetzt gern noch mal wahrnehmen. Danke dir, Till. Genau, eigentlich haben wir es ja jetzt auch schon, eigentlich haben es alle schon fast angesprochen, aber im Vorgang zu diesem Panel war es einfach schon mal Thema und ich dachte, dass wir es dann doch vielleicht wenigstens kurz noch mal thematisieren, dass wir in der FOSGIS, ich meine, in so einem Abschlusspanel sollte man ja auch so ein bisschen zurück und nach vorne blicken.
Was Diversität angeht, gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben in der Foskis. Und deswegen einfach so von meiner Seite nochmal das zu thematisieren und auch den Wunsch zu äußern, dass wir als Community das, was wir vielleicht als Offenheit im Bereich der Software, als Offenheit im Bereich der offenen Daten, vielleicht auch auf uns als Community in Zukunft noch stärker anwenden und uns Mühe geben, die Diversität vielleicht noch etwas mehr zu erhöhen und mit Blick auf die nächste Foskis dort stärker daran zu arbeiten und damit auch ein Aufruf an alle Teilnehmerinnen, die Interesse haben, sich hier einzubringen. Es gibt bereits einen Diskurs im Verein, sich hier auch gerne einzubringen und mitzuarbeiten. Und bitte nicht nur eindimensional für Frau, Mann, sondern auch andere Formen der Vielfalt. Also die Nicht-Programmierer, die was auch immer wir als Kriterium da anlegen. Gut, ich kann vielleicht als Schlusssatz noch den Christian Strobel in Schutz nehmen, der auch die Runde hier zusammengestellt hat. Das ist ihm tatsächlich leider erst später aufgefallen, dass das vielleicht ein bisschen sehr asymmetrisch war. Aber es war sicherlich keine böse Absicht. Insofern denke ich, haben wir das Thema jetzt auch noch thematisiert. Ich danke euch allen. Das war ziemlich kurzweilig, fand ich. Haben wir gut rumgekriegt, die Stunde, und wird jetzt an den Präsidenten, den Jörg, übergeben, wenn ich das richtig im Blick habe. Dankeschön an alle, auch an die, die fleißig Fragen gestellt haben. Danke. Ja, vielen Dank, Till. Sehr interessante Diskussionsrunde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon online zu hören bin. Ich vermute mal ja. Danke für das Kopfnicken. Genau, es kam zwischendurch der Vorschlag aus Hamburg vom Wasser, dass man sowas ja auch mal als Podcast fortsetzen könnte. Vielleicht dann auch noch ein bisschen diverser, wenn ihr noch Lust habt. Es kam ja gerade erst so richtig in Fahrt, das ganze Gespräch. Sehr schön und schade, dass es vorbei ist. Und ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, euch da quasi ein paar Programmpunkte abzuwürgen.